ja, nachhaltig, das ist heute Verkehrsfläche, muss natürlich auch. Der Weißenfelser Klimaparkplatz am Kreisverkehr Niemöllerplatz wurde am 14. Oktober feierlich für die Nutzung freigegeben. Zusammen mit Oberbürgermeister Robby Risch begutachteten mehr als 20 Gäste den neuen Parkplatz. Sehr geehrten Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte und natürlich auch ein herzliches Willkommen den ausführenden Firmen, komme ich nachher nochmal dazu. Ich darf Sie insgesamt herzlich willkommen heißen zur heutigen Übergabe unseres Klimaparkplatzes, so wie er bei uns den Namen erhalten hat. Ja, vielleicht mal ganz kurz zu den Eckdaten. Wir haben hier eine innerstädtische Brache gehabt. Viele erkennen das noch oder kennen es auch unter der Bezeichnung städtebaulicher Missstand. Das einzige Bild, was mir noch so in Gedanken verbleibt, ist der Sachsen-Anhalt-Tag. Da war hier die Radio-Brockenbühne aufgebaut. Da gab das mal noch ein Bild. Ansonsten war es einfach, sagen wir mal, nur schade. Ja, und dann haben wir so eine Situation, dass im Prinzip die Europäische Union und natürlich Bund, Land und auch die Kommune hier sagen, wir schauen, wie können wir etwas tun, wie können wir es vor allen Dingen finanziell unterstützen. Und ich kann an der Stelle schon mal sagen, wir haben hier 1,78 Millionen Euro verbaut und das bei einer 94%igen Förderung. Wir haben also quasi diesen Platz als Geschenk für die Bürger dieser Stadt erhalten. Wenn wir einmal bei der Summe sind, manche erinnern sich noch, das war ja mal irgendwo deutlich billiger gewesen. Ja klar, als man das Antragsverfahren im Jahr 2015/16 gestartet hat, hatten wir halt auch andere Baupreise. Das ist aber jetzt kein allgemeines Phänomen, sondern das ist einfach der guten Baukonjunktur letztendlich geschuldet und natürlich auch den niedrigen Zinsen. Hinzu kommt natürlich auch eins, und deshalb darf ich mich bei den Firmen erstmal bedanken. Es gibt mittlerweile, ja, die Schwaben würden wieder sagen, wir haben genug Geschäft. Ja, es gibt also sehr viel zu tun, nicht nur in der Stadt Weißenfels, sondern eben auch nach wie vor auch in den Themen Hochwasserschadensbeseitigung oder aber auch Hochwasserschutzmaßnahmen, alle Dinge, die bei uns letztendlich hier einspielen. Für Autofahrer stehen auf einer Fläche von 4.900 Quadratmetern 84 Parkplätze zur Verfügung. Zudem gibt es 2 Wohnmobilstellplätze und 84 Stellplätze für Fahrräder. Ganz im Sinne eines Klimaparkplatzes wurden Elektroladesäulen für 4 ausgewiesene Parkflächen errichtet. Der Platz wird zudem mit energiesparenden LED-Lampen beleuchtet. Darüber hinaus wurden Betonpflastersteine mit Titandioxidschicht verlegt. Diese ermöglichten den chemischen Prozess der Photokatalyse. Durch den Einfall von Licht werden dabei umweltschädliche Stickoxide in unbedenkliche Nitrate umgewandelt. Über den Fahrradbügeln ragt ein Solardach. Autos sind natürlich immer größer geworden, ganz klar. Aber ich habe auch keine Sorge, dass hier, sagen wir mal, Wohnmobil reinkommt. Ja, und im Prinzip die Ausfahrt wird dann im Prinzip auf der anderen Seite oder so wie sie gekonnt. Mit Parkscheibe können Autofahrer 2 Stunden kostenfrei auf dem Klimaparkplatz parken. Kurze Erledigungsgänge in der Innenstadt sind damit möglich. Das Bewohnerparken ist vor Ort nicht gestattet, auch Parkscheinautomaten werden nicht aufgestellt. Seit November 2018 wurde neben dem Kreisverkehr Niemöllerplatz ein Klimaparkplatz gebaut. Die ehemalige Brachfläche zwischen Deichstraße, Niemöllerplatz und Friedrichstraße wird damit revitalisiert. Ende des Jahres sollen noch Pflanzarbeiten vorgenommen werden, während der Parkplatz aber weiterhin genutzt werden kann. Das Bauvorhaben Klimaparkplatz wurde durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,78 Millionen Euro. Davon werden 93% vom Land Sachsen-Anhalt gefördert. Die Fördersumme beträgt somit in etwa 1,66 Millionen Euro. Die restlichen Kosten hat die Stadt Weißenfels aus Eigenmitteln finanziert. Und
gestern, wir hatten auf der Jüdenstraße so eine Diskussion, ja, da kommen die Autos nicht hoch oder wie auch immer. Da ist noch niemand.